Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe mich jetzt entschieden, das Out of Reach Let's Play erstmal einzustellen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Aus dem Grund, wir hatten ja mit Haufi nochmal einen neuen Start versucht. Also wir haben ja schon eine Folge aufgenommen gehabt und wir hatten ja schon ein schönes Haus gebaut angefangen. Und als wir die nächste Folge aufnehmen wollten, war das Problem, dass wieder das Haus weg war, was wir gemacht hatten. Dann haben wir sozusagen nochmal einen zweiten Versuch offline zusammen gestartet, wieder ein Haus gebaut und dann war das gleiche Problem wieder gewesen, dass es uns die Bude zerstört hatten. Und dann haben wir jetzt gesagt, dass wir jetzt das erste Mal auf Eis legen, das Projekt, aus dem Grund, weil ich nicht euch 10 Folgen mit neuen Hausbau zeigen wollte und ich zeitlich in letzter Zeit auch ein bisschen kürzer treten müsste mit Let's Plays machen. Also ich habe es nie geschafft zeitlich und ich habe jetzt seit einer Weile ein bisschen Battlefield immer mal gespielt und da dachte ich mal, ich will jetzt eigentlich mal wieder mal ein bisschen Kampagne mal anfangen zu spielen. Ich habe jetzt fast nur Multiplayer gespielt und da dachte ich, dann nehme ich euch mit dazu mal auf der Reise. Und da fangen wir gleich mal hier an. Du weißt, das hier habe ich schon mal probiert gehabt, einflussreiche Freunde, die zweite. Das machen wir aber dann theoretisch noch weiter, wenn ich es schaffe. Wir fangen heute erstmal hier an, durch Morast und Blut. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. So, da gehen wir gleich mal hinein. Lassen wir uns mal überraschen. Ribecourt, Frankreich, Herbst 1918. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahenden Winters befestigten die Deutschen ihre Stellung, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brandete die feindlichen Infanterie vergeblich gegen die deutschen Betonge. Die Karte bleibt jedoch unverändert. Der schwer bewaffnete und gepanzerte britische war so alt. Am 17. Oktober bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet das alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch. Na, mal sehen, ob wir das schaffen. Lassen wir uns überraschen. Komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. Jetzt geht's los. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellung zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man
Sarg. Dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Nein, ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bess sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Dieser Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Windmühle, aha. Das ist unser Einsatz. Vollgas! So, jetzt darf ich fahren endlich, na dann los. Dann werden wir mal Panzer fahren jetzt. Oh weia, geht gleich los, ja kräftig. Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Sie haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Gott, das. Fahren wir denn lang? Ja, wir haben hier. Noch ein kleiner Chaote. Wo sind sie denn nun hier? Treffer! Weiter an Geschützen Ausschau, Jungs! Diese Feldgeschütze zerlegen unsere Einheit! Findet raus, woher der Schuss kam! Und macht sie dann fertig! Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling! Vorwärts, damit wir freies Schutzfeld auf die Feldgeschütze haben! Also frei, geht los! Diese MGs halten unsere Jungs auf! Einfach versenken. Und oben sitzt noch einer. Wo ist denn welcher? Warte. Feldgeschütz ausgeschaltet! Sehr schön. Wo sitzt noch einer? Jetzt kannst du auf den Panzer schießen, das bringt ja bloß nicht. War da gerade einer. So, weiter geht's. Fallen auch hier wie die Mücken, hä? Sein hier. Warte. Warte. Hier haben wir zwei, die schnappen uns auch noch.
kommen hier irgendwie nicht weiter. Wir müssen bestimmt irgendwie weiter rutschen noch. Sonst. Eins. Ziel ausgeschaltet. Ja. Müsste er jetzt hier langsam vorrutschen. Bring uns zu dem zweiten Schützengraben. Achtet auf das Geschütz. Wo ist denn eins? Damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Ob das noch einer? Der muss ja irgendwo noch geschützt sein. Vor da hinten. Tag. Tag. Also. Das ist gut. Wir zeigen es ihnen, Jungs. Erzählt. Für König und Vaterland, Jungs. Einfach abbauen ist nicht. Da ist ran hier. Weiter ziehen wir. Wollen wir uns auch noch. Ja. Zerstört das Geschütz, aber schnell! Haben die ohne. Oder? Versenkt. Haltet diese Stellung und schaltet die restlichen Jurys aus. Konzentration, Jungs! Vogel etwas rumgeben, er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink in den. Bald, deswegen. Erstmal kurz zurück hier. So, Panzer! Er kommt näher! Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs in Stöcke. Edwards, bring uns hin. Schützen, wir sehen die Schwachstellen an. Ist da irgendwo? Komm schon, halt jetzt bloß durch! Warte! Granate,
Er kommt auf uns zu! Wir sind okay, aber diese Schüsse sind gefährlich! Müsste mal schneller hier nachladen. Aufräumen wieder. Und erstmal schnell reparieren hier. Die ganze Sache, nicht, dass uns das Ding noch in die Ohren fliegt. Dann ziehen wir gleich durch hier. Ah ja, wir kommen gleich. Meine Güte, da kommen immer mehr Jerrys! Durch. Mal durch reparieren schnell, dann geht's weiter. Wir können los, Sir! Gute Arbeit, Kleiner! Ja. Vorrücken! Wie sind denn die Pulle kurz in Lehne? Fahrer, wo willst du denn hin? Bring uns zurück in den Kampf! Wo müssen wir denn hin? Wir haben doch es ist uns gelungen, vorzurücken! Sehr gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir fahren weiter! Die Bösen lassen Feuer regnen! Köpfe runter! Kein Schuh! Sie bewegt sich nicht! Finch, geh raus und zieh dir das an! Pass auf deinen Arsch auf, Finchy! Edward, du gehst ihm zur Hand! Oh, weia, ich muss auch alles da oben. Sieht nicht so aus. Was beim Finch. Edward, repariert die und komm wieder rein!